Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es einen kleinen Book-Unhaul für euch. Aber was heißt klein? Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher geworden. So klein ist das gar nicht. Also es fällt mir ja jedes Mal aufs Neue schwer, mich von Büchern zu trennen. Aber ich habe nicht unendlich viel Platz. Ich meine, ich habe noch ein kleines Bücherregal im Schlafzimmer, aber da sind eher so die Bücher, die entweder halt nicht in mein Main-Genre reinpassen oder bei denen die Formate irgendwie total seltsam sind. Oder es sind einfach Kochbücher und sowas, die ich dann natürlich nicht in meinem super hübschen Bookshelf stehen haben will. Ja, ihr Buchmenschen werdet das verstehen. Wir sind alle kleine Monks. Können wir leider nicht schön reden. Ja, ich habe 6 Bücher aussortiert. Manche davon beim letzten Buch umräumen oder beim Regal umräumen von meinem New Adult Regal. Da ist eine fast komplette Reihe rausgeflogen. Und die anderen 3 habe ich aussortiert, weil ich mir dazu die Sonderausgabe von der Chest of Fandoms gekauft habe. Ich muss aber dazu sagen, das sind alles Reihen, die ich schon hatte, beziehungsweise Bücher, die ich vorbestellt hatte. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit der fast kompletten Reihe, die ich aussortiert habe. Und zwar ist das die von der lieben Ayla. Also einmal Like Snow We Fall, dann Like Fire We Burn und Like Ice We Break. Ich, ja, bin einfach mit diesem ganzen Setting nicht warm geworden. Haha, Wortwitz. Es ist nämlich eine Reihe, die sich um ja, Wintersport dreht. Und ich bin ja im Privaten schon nicht so der große Wintersport-Fan. Also stell mich auf Ski und wir werden keine Freunde. Schlitten fahren, okay. Aber alles, was mit Skiern und Eis zu tun hat, da bin ich leider komplett raus. Ich bin der absolute Körperklaus, was Wintersport angeht. Ist nicht meins. Aber ich wollte trotzdem die Reihe lesen, weil ich allgemein so ein Wintersetting doch ganz schön finde. Muss allerdings auch sagen, dass ich mit Band 1 und 2 absolut auch nicht warm geworden bin. Ich mochte die Protagonisten nicht. In Band 2 sogar noch schlimmer als in Band 1. Hab dann aber irgendwann gesagt, ich gebe der Reihe noch eine Chance und habe mir dann Band 3 gekauft. Und muss hier tatsächlich auch sagen, dass Band 3 mich ein bisschen mehr überzeugen konnte und ich auch tatsächlich überlegt habe, noch Band 4 zu kaufen. Das ist allerdings nie geschehen. Und als ich dann das New Adult Regal umgeräumt habe, habe ich mir gedacht, so, die Bücher sind wunderschön, also da müssen wir gar nicht drüber reden. Das sind wunderschöne Bücher, außen, optisch. Und ich hätte sie super gern auch weiterhin in meinem Regal drin, aber ich werde sie A, nie wieder lesen und B, die Reihe auch nicht weiter verfolgen. Von daher, warum soll ich sie in meinem Regal stehen haben? Ich möchte in meinem Regal Bücher haben, die ich ansehe und die mich dann beim Ansehen glücklich machen und nicht, wo ich mir denke, ja, außen hui, innen fui. Also, ne, so schlimm war es jetzt nicht. Also, Ayla kann schreiben und ja, wir sind halt einfach nicht grün geworden bei diesem Thema und bei den Protagonisten. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist ja, also, das wäre seltsam, wenn jeder alle Protagonisten mögen und jeder die gleichen Protagonisten nicht mögen würde. Nichtsdestotrotz zieht die Reihe jetzt aus und schafft Platz für neue Bücher, beziehungsweise hat bereits Platz geschafft für neue Bücher. Hier kann ich euch sogar die Klappentexte zu allen 3 Bänden vorlesen, weil die Bücher einfach unabhängig voneinander gelesen werden können. Wir starten einfach mal mit Band 1, Like Snow We Fall. Ein See mit glitzernder Eisschicht vor der mächtigen Kulisse der Rocky Mountains. Als Paisley auf der Flucht vor ihrem alten Leben mit ihren Schlittschuhen im Gepäck im verschneiten Aspen ankommt, raubt ihr die bezaubernde Winterwunderlandschaft den Atem. Für sie zählt nur noch die Zukunft. Die begabte Eiskunstläuferin beginnt an der renommiertesten Schule Aspens zu trainieren und träumt insgeheim von Olympia. Auf ihrem Weg an die Spitze darf sie sich auf keinen Fall ablenken lassen, schon gar nicht von dem selbstverliebten Snowboarder Nox. Von allen gefeiert und unverschämt attraktiv steht er im Mittelpunkt jeder Party.
Paisley versucht, die immer stärker werdende Anziehungskraft zwischen ihnen zu ignorieren. Doch kann sie Nox wirklich widerstehen? Band 1. Band 2 wäre Like Fire, We Burn. Und da heißt es: 2 Jahre und 2000 Meilen Abstand zwischen ihnen waren nicht genug. Als Arya nach Espen zurückkehrt, um das Bed and Breakfast ihrer kranken Mutter zu leiten, rechnet sie nicht mit der Wucht ihrer wieder aufflammenden Gefühle. Noch immer empfindet sie etwas für Wyatt, den charismatischen Eishockeyspieler, der sie damals so tief verletzt hat. Sie hat sich jedoch geschworen, ihm nicht mehr zu nahe zu kommen. Was sich als unmöglich erweist, denn Wyatt muss notgedrungen ins Bed and Breakfast ziehen. Arya schöpft Hoffnung, als sie endlich jemanden Neuen kennenlernt und macht Wyatt klar, dass sie nur noch als Freunde Zeit verbringen können. Doch bei einem Ausflug ins verschneite Gebirge sprühen die Funken zwischen ihnen und Wyatt scheint sie mit aller Macht überzeugen zu wollen, dass Freundschaft nie genug sein wird. Band 2 und Band 3 wäre Like Ice We Break und da heißt es: Als die renommierte Eislaufschule Ice Skate der jungen Einzelläuferin Quen kündigt, fühlt es sich an, als würde das Eis unter ihr brechen. Alles, wofür sie gelebt und hart trainiert hat, ist plötzlich umsonst. Der einzige Ausweg, sie läuft künftig zusammen mit einem Partner. Als wäre das nicht schlimm genug, handelt es sich ausgerechnet um den Neuen in Aspen, Oscar, dem sie nach einem katastrophalen Abend nie wieder unter die Augen treten wollte. Seine Ablehnung ist überdeutlich, doch löst sein Blick ein unerwünschtes Prickeln in ihren Adern aus. Auch wenn sich alles in ihr sträubt, ergreift Quen die letzte Chance auf ihren großen Traum. Um gemeinsam über das Eis zu fliegen, braucht es Leidenschaft und grenzenloses Vertrauen. Doch Quen spürt nicht nur, dass Oscar düstere Geheimnisse vor ihr hat. Viel schlimmer ist, dass sie sich selbst nicht mehr trauen kann. Band 3. Dann werden 2 Bücher hier ausziehen von einer Reihe, ja, bei der jeder weiß, dass ich sie abgöttisch liebe. Aber wie gesagt, ich habe mir die Bände oder ich habe die Reihe damals angefangen bei der Chest of Fandoms zu kaufen mit dem Sonderfarbschnitt und ja, hatte die Bücher aber vorab schon gekauft, weil die Chest of Fandoms da immer sehr, sehr langsam ist und ich nicht warten kann, kaufe ich mir die Bücher meistens schon und kriege dann das, ja, schönere Exemplar, das natürlich dann nicht verlesen wird, das einfach nur als Deko dann ins Regal wiederkommt. Ein paar Wochen, Monate später. Ich rede natürlich von der From Blood and Ash Reihe. Hier hätten wir einmal War and Queens und dann hätten wir einmal hier Light and Flame. Ja, ich habe beide bereits gelesen. Halt wie gesagt in dieser Nicht-Farbschnitt-Ausgabe. Ich habe die mit Buchschnitt natürlich schon im Regal stehen und ja, die werde ich auch nicht lesen, weil ich immer Angst habe, dass ich den Buchschnitt kaputt mache oder dass der irgendwie abfärbt. Ich hatte auch schon Bücher, bei denen durch das ständige Angreifen der Farbschnitt kaputt gegangen ist. Und ja, deshalb gucke ich ganz oft, dass ich zu den Büchern entweder mir das Buch nochmal kaufe. Das ist total Schwachsinn, ich weiß das. Oder das Hörbuch höre oder mir das E-Book kaufe. Und manchmal sind die E-Books, ja, fast genauso teuer wie die Bücher. Und dann denke ich mir, nein, dann kaufe ich mir lieber nochmal die Printausgaben und dann kann ich die immerhin nochmal verkaufen. Ich glaube, bei diesem hier war es sogar ein Rezensionsexemplar. Und das hier hatte ich mir nur so gekauft. Ich glaube, so war es. Ich bin ein riesen Fan der Reihe, also ich kann sie nach wie vor jedem ans Herz legen. Ich werde euch natürlich jetzt nicht die Klappentexte hier von den Büchern vorlesen. Das hier ist ja sowieso das Spin-off zur From Blood and Ash Reihe, aber das ist auch Band 2 und das hier ist Band 4 der From Blood and Ash Reihe. Ich werde euch zu beiden Reihen den Klappentext des Starterbands vorlesen quasi. Starten wir jetzt einfach mal mit der Hauptreihe und da heißt es: Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die Einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreichs retten kann. So will es die Tradition, so will es das Gesetz. Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte als nur ihr Amt, dass sie ein Herz hat, eine Seele und die Sehnsüchte einer ganz normalen jungen Frau. Als an den Landesgrenzen die Schatten der Verfluchten immer drohender werden, muss Poppy sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden. Der Untertitel der kompletten Reihe ist übrigens Liebe kennt keine Grenzen und der Untertitel der zweiten Reihe heißt Eine Liebe im Schatten
und Band 1 nennt sich Shadow and Amber. Seraphine Muriel ist die erstgeborene Tochter des Königs von Lasina, doch ihr Schicksal stand schon lange vor ihrer Geburt fest. Sie würde Nyctos, Primar des Todes, heiraten, als Gegenleistung für einen Pakt, den ihre Vorfahren einst geschlossen hatten. Seras Aufgabe ist eindeutig: Bring den Primar dazu, sich in dich zu verlieben. Töte ihn, rette Lasania. Doch als Sera Nyctos kennenlernt, stellt sie fest, dass er nicht die Person ist, die zu ermorden sie sich ihr gesamtes Leben vorbereitet hat, und ihre Entschlossenheit gerät ins Wanken. Wird sie es schaffen, ihre Pflicht zu erfüllen und ihr Königreich über ihre Gefühle zu stellen? Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, das ich ebenfalls in der Sonderedition bei der Chest of Fandoms bestellt habe, und das war Blackbird Academy – Töte die Dunkelheit von Stella Tuck, also quasi der erste Band der Blackbird Academy. Es spiegelt ein bisschen, so könnt ihr es erkennen. Ich habe damals sogar die Ausgabe mit dem Erstauflagenfarbschnitt und die gefällt mir auch richtig gut. Aber die Sonderausgabe ist halt echt richtig schön. Ich kann sie euch mal kurz holen. Einen Moment. Da bin ich wieder. Bei den From Blood and Ash Büchern war es einfach nur ein Sonderbuchschnitt und nicht die Sonderausgabe. Hier, das ist halt das Original. Und hier hätten wir einmal die Sonderausgabe. Und ich habe das Buch damals so gefeiert. Und irgendwann hieß es, weil die da natürlich super schnell ausverkauft war, irgendwann hieß es, es wird eine Neuauflage gedruckt, und da habe ich mich halt direkt eingetragen. Ja, und das kam eben jetzt mit der Chest of Fandoms Bestellung an. Es hat ein bisschen gedauert, weil die ja immer erst versenden, wenn quasi das letzte Buch der Bestellung ausgeliefert wurde. Und bei mir war eben noch Soul and Ash dabei, der fünfte Band der From Blood and Ash Reihe, und der kam ja jetzt erst raus, von daher musste ich eben ein bisschen warten. Ja, nichtsdestotrotz, auch wenn ich den Erstauflagenfarbschnitt super gerne behalten würde, weil er mir richtig gut gefällt, habe ich eben, ja, nicht unendlich Platz und muss jetzt nicht unbedingt zwei Editionen davon im Regal stehen haben, auch wenn die Story echt richtig, richtig gut ist. Und ich habe mich so kaputt gelacht über einen der Charaktere. Ja, aber wie gesagt, den Band habe ich gelesen, den anderen Band stelle ich ins Regal, damit er schön aussieht. Das macht sowas von keinen Sinn, ich weiß das. Und jeder, der nicht in der Buchbubble ist, der hält uns, glaube ich, absolut für Banane. Aber ja, Blackbird Academy kann ich definitiv jedem, der gerne Fantasy liest, empfehlen. Ja, ich lese euch jetzt natürlich noch den Klappentext vor, und allein der ist schon super unterhaltsam. Die Blackbird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. Hier werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor dem Dämonen zu beschützen. Als Leaf Young in einem Kerker der Blackbird Academy erwacht, kann sie nicht glauben, was ein attraktiver Kerl namens Falco ihr erklärt. Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen, kurz nachdem dieser ihr einen Dolch ins Herz gerammt hat. Falco ist fasziniert von Leaf, denn noch nie konnte ein Mensch nach einem Dämonenangriff die Kontrolle behalten, ohne den Verstand zu verlieren. So macht die Academy ihr ein Angebot. Wenn sie sich zur Exorzistin ausbilden lässt, bekommt sie ihre Freiheit zurück. Falco soll sie trainieren. Doch was er nicht ahnt, Leaf hört in ihrem Kopf eine verführerische Stimme, und diese ist nicht menschlich. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die jetzt im Juni bei mir ausziehen dürfen. Leider, 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 schweren Herzens, aber ich habe ja schönen Ersatz dafür schon gefunden. Ich werde sie euch natürlich wie immer unten in die Infobox packen, da könnt ihr euch die Bücher nochmal genauer anschauen. Und ja, es sind die Affiliate-Links zu Thalia und Amazon drin. Das ist wie immer, ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!